Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 40. Folge von Star Wars The Old Republic. Genau, wir sind mittlerweile wieder beim nächsten 10er angekommen. Huhu. Party hard. Es geht weiter vorwärts und wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die 40 Folgen vollkommener Unsinn und Schwachsinn mit uns durchgehalten. Ja, das hier müsste jetzt so ein kleines Steam-Achievement eingeblendet kommen. Blim. Genau. Das ist nämlich schon bemerkenswert, dass ihr immer noch mit uns aussieht. Wir sind immer noch in der, wir nehmen nach der Arbeit-Aufnahmesession. Jetzt sieht es auch gut aus, die Zeit, es ist spät, wir sind beide hundemüde. Also wirklich, es zählt langsam an den Kräften, aber wir befürchten, wenn wir jetzt einfach aufhören, dass der Fortschritt im Flashpoint nicht speichert, da wir in der Gruppe sind. Ja, genau. Und deswegen wollen wir diesen Flashpoint jetzt einfach mal kurz durchziehen. So kurz habe ich das Gefühl, könnte das wahrscheinlich nicht werden. Ja. Aber vielleicht kommen wir zumindest dann, wenn wir von diesem Enter-Kommando raus sind, vielleicht wird es dann gespeichert. Also das könnte ich mir eher vorstellen als jetzt hier gerade. Ja, so mittendrin würde ich auch komisch finden. Ach guck mal, hier ist noch so ein Turm. Ja, der letzte. Ja, guck mal. Haben wir doch nichts übersehen. Wir haben doch alle mitgenommen. Gut, es gibt ja mehrere. Ich glaube, es gibt ein paar Türme mehr, als es eigentlich brauchen würde. Bestimmt, aber. Denn sonst wäre das ja voll irgendwie unfair, weil. Aber pst. Wir haben natürlich alle gesehen. Alle gefunden. Wir haben natürlich so eine hohe Konzentration durchweg, überall, immer. Absolut. Das republikanische Schiff wird sich selbst zerstören. Nein, wird es nicht. Das werden wir nicht zulassen. Hell? Wo ist er hingesprungen? Hast du das jetzt gesehen? Bei mir ist er nach rechts gesprungen, ne? Ja. Aber da war nichts. Und ich kann nicht steuern, wo ich hinspringen will. Ich kann nur welchen Gegner, das ich anspringen will, kann ich steuern. Ja, das ist doch schon mal was. Warum hast du das etwa nicht getan? Nein, eigentlich nicht. Irgendwie. Irgendwie. So, dann machen wir jetzt noch die letzten beiden Gegner scheinbar platt. Letzten drei. Hab ich gesagt, du siehst wahrscheinlich ein zu wenig. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sie haben sich vermehrt. Die paaren sich fort. Ja. Karnickel. Schrecklich sowas. Republikaner können sich vermehren? Oh Gott. Wie können die nur? So. Was ist das? Abgeschlossen. Okay, vielleicht müssen wir da gleich raus. Das kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor. Ja. Na dann. Ja, na dann. Ich denke mal, wir sollten da den Blitzspender zuerst mal eliminieren. Da bin ich bei. Den Energiespender. Nein, den Blitzspender. Denn schließlich irgendwie, natürlich, wenn der kein Schutzschild mehr hat. Oder was das auch immer ist, ein Energiefeld, wie auch immer. Manöver 7. Ich gehe übrigens auf den Commander, ne? Wenn das für dich in Ordnung ist. Der sitzt nämlich schon am Boden. So. Okay, nochmal looten. Lustige Klackgeräusche sind lustig, ne? Genau. Jetzt müssen wir irgendwo noch den, Schließen ach, den da vorne. Ja, guck mal, achso, die, der Captain. Warte. Ich bin da. Okay. Bereich gesichert. Schnappt euch die Technika und deaktiviert den Selbstzerstörungsmechanismus. Sehr gut. Seid verdammt! Alle von euch! Runter von meiner Brücke! Ist das eure Vorstellung von einem großen Sieg? Ein einzelnes Schiff mit der ganzen Flotte einzunehmen? Über euch erhalten wir Zugang zur Fabrik und das könnte alles ändern. Vielleicht, aber ganz sicher ohne unsere Hilfe. Von mir erfahrt ihr nichts. Und ich werde auch nicht um das Leben meiner Crew betteln. Ich kenne die Blutbäder des letzten Krieges. Alle Intermannschaften waren erfolgreich. Sollen wir mit den Hinrichtungen beginnen?
zeigt keine Gnade. Alle, die sich dem Imperium widersetzen sollen, wissen, was Furcht bedeutet. Verstanden. Oh, wie süß. Oh. Eine blutige, Präzision. Aber notwendige Arbeit. Wenn die Operation abgeschlossen ist, werden wir die Namen und Gesichter der Opfer in der Galaxis verbreiten. Als Warnung. Viel wichtiger ist, dass der Kreuzer uns gehört. Bereitet ihn für den Angriff auf die Fabrik und ihren Jedi-Meister vor. Gibt es mehr Informationen zu den feindlichen Verteidigungen? Wir laden diese Daten gerade vom Computer des Kreuzers herunter. Ich möchte euch in der Zwischenzeit gratulieren und vorschlagen, dass ihr zum Flaggschiff zurückkehrt. Darth Malgus möchte seinen Angriffstrupp sprechen. Ja, perfekt. Hat super geklappt mit unserer Vermutung. Ja. Ist gleich zu Ende. Wie war das nochmal mit so wahrscheinlich länger? Ach was. Diese Teilmission hier ist aber zu Ende. Ja, diese Teilmission ist, ist vorerst zu Ende. Wir können den Seitenausgang benutzen. Stimmt. Oder auch nicht. Oder da drüben. Da drüben. Das sieht gut aus. Der sieht gut aus. Warum habe ich den hier eigentlich zum Eingang genommen? Jetzt haben wir plötzlich wieder aus irgendwelchen Gründen Kommunikationsprobleme. Ich habe es wieder nicht verstanden. Okay, interessant. Gut, die jetzt wieder? Ja, jetzt. Okay. Warum auch immer. Wir nicht gerade schon die Tür genommen haben. Und warum wir jetzt auch aus der gleichen Schleuse rauskommen. Weil wir es können. Achso, okay. Wir können es einfach, wir sind cool. Wusste ich. So. So, und wo bist du? Da ist er ja schon. Da. Am Gespräch beteiligen. Morfen, ihr habt erwähnt, dass Malgus mich sprechen will. Ja, während wir den republikanischen Kreuzer umrüsten. Ihr habt euch gut geschlagen, ihr alle. Wären wir im letzten Krieg ähnlich stark gewesen, wäre es nie zum Vertrag von Coruscant gekommen. Wir fühlen uns geehrt, mein Lord. Aber nun erwartet uns eine noch größere Herausforderung. Ich habe die Informationen vom republikanischen Schiff durchgesehen und die Natur der Fabrik ist mir nun klar. Was habt ihr herausgefunden, Lord Malgus? Die Spezifikationen der Fabrik entsprechen denen von 3 weiteren geschichtlich erfassten Raumstationen. Jeder dieser legendären Raumstationen konnte Technologie in großen Mengen fertigen. Eine konnte Planeten umgestalten, eine andere hat ganze Raumflotten produziert. Die Sternenschmieden. Die Fabrik produziert endlose Armeen von Droiden, die dem Jedi-Meister der Fabrik gehorchen. Ein Mann, der durch die lange Gefangenschaft höchstwahrscheinlich wahnsinnig geworden ist. Wie lange dauert es noch, bis das republikanische Schiff startklar ist? Es ist jeden Moment bereit. Die Fabrik ist in einen Asteroiden eingebettet, der von der republikanischen Flotte abgeschottet wird. Der von uns gekaperte Kreuzer sollte die Blockade ohne Probleme durchdringen können. Ihr werdet den Kreuzer direkt zur Fabrik fliegen und den Bodenangriff leiten, während unsere Schiffe aus dem Hyperraum kommen und die Flotte angreifen. Die Fabrik wird uns gehören und ihr werdet den Jedi-Meister ausschalten. Die Republik wird diesen Tag nie vergessen. Die Jedi genauso wenig. Wir kämpfen nicht bloß um die Fabrik. Vielmehr wollen wir der Galaxis zeigen, dass das Imperium nicht aufzuhalten ist. Zum Ruhme der Sith und des Imperators. Quietsch. Ja, da quietscht noch und ich schenke noch was ein und das ist doch schön. Und ich trinke jetzt erstmal was. Gut, dass du es immer passend zum Gesprächsende machst. Ja, ich wollte eigentlich schon durch das ganze Gespräch durch, dann habe ich gesagt, jetzt schenke ich mal was ein und dann ist das Gespräch zu Ende. Schade. Sehr schade. Ist jetzt leider so. Apropos sehr schade, ich habe gerade irgendwo einen Briefkasten gesehen, da vorne. Ja, ich habe nämlich auch Post erhalten. Genau. Einmal werden wir wahrscheinlich den gleichen Brief haben. Das Leben geht weiter, von Rihanna Rist. General Staltul, okay. Nach eurem Ermessen. Gucken wir mal. Ja, genau. Bingo.
Eine Tresorkiste der Klasse 3. Er traut seine Tochter und bla bla. Lässt es durch, wenn ihr... Ja, die Tochter, die wir nicht erledigt haben. Die weiterlebt. Wo du gelogen hast. Ja, ich wollte nur, dass er nicht sich falsche Hoffnungen macht. So muss er sie gar nicht suchen. So, ist jetzt die Frage, weil... Ich verschenke das einfach trotzdem. Ich mache jetzt was, das vielleicht andere durchdrehen. So. Ja, was solltest du sagen? Tut mir leid. Okay, kein Thema. Ist jetzt die Frage, jetzt aktuell, wenn wir ja oben links sehen, sind wir ja auf der imperialen Flotte. Ja. Heißt, wenn wir uns hier befinden, müsste der Fortschritt gespeichert werden. Auf jeden Fall. Der Fortschritt ist gespeichert. Wir haben die Mission beendet. Wir können hier wieder raus. Genau. Weil wir schließt den Flashboy die Fabrik ab. Wäre ja jetzt dann quasi, wenn wir uns jetzt nochmal in die andere Richtung begeben würden. Genau. Aber das würde ich tatsächlich sagen, sollten wir wirklich erst beim nächsten Mal machen. Und in diesem Fall gehen wir doch auf... Ja. Ich würde sagen, wir gehen dann halt in die... wo gehen wir hin? Zum anderen Schiff, zum anderen Raum doch. Ja, ich sehe nur gerade, ich kann gerade noch ein Gefechtsgeschick ausbilden. Und was denn? Muss ich gerade mal gucken, was habe ich denn hier Schönes? Das ist ein Gefechtsgeschick. Das Leveln. Ja, das kann ich auch. Aber das musste ich mich zuerst... Dunkle Heilung... erdrückende Macht. Stärkeentzug. Leerer Körper. Ist immer so das, was nimmt man. Genau. Erhöht die Schadensreduktion um 3%. Ja, warum nicht? So, dann haben wir das auch. Und ab Stufe 36 gibt es für mich dann tatsächlich wieder was Neues. Das Machtschrecken. Das Machtschrecken. Glaube ich. Was macht? Und ich mache mit einem schweißfreien Service, gehen wir doch mal zum Raumdock. Wohin? Zum Raumdock rüber, zum runden Tellerding. Das ist Ach so, das... Das runde Tellerding. Genau. Eine Fähre wurde losgeschickt. Geht ein bisschen schneller als aus. Eine Fähre auf der Fähre. Die Fähresphäre? Die Fähresphäre. Und jetzt, ehrlich gesagt, muss man kurz schauen, was wir da noch so zur Verfügung haben. Wir können eigentlich kurz mal die Jobs vorstellen. Einfach nur ganz kurz. Wenn du dich auskennst, dann gerne. So ein bisschen kenne ich mich aus, ja. Okay. Also die Jobs sind auch... ein bisschen verzweigt aufgebaut. Ich könnte ja eigentlich auch ich laufe nicht gerne schwitzend durch die Gegend. Auf jeden Fall sind die Jobs ein bisschen zusammenhängend aufgebaut. Das heißt, man benötigt das eine, um das andere zu bekommen. Falsch? Ja, wir sind falsch. War zu erwarten. Schnellreisepunkt. Dark Crew Ausbilder. War natürlich klar. Genau, falsche Seite. Auf jeden Fall, die sind ziemlich zusammenhängend. Denn, sonst wäre das ja eigentlich viel zu einfach. Es gibt Archäologen, es gibt weiß nicht was alles. Das kann ich kurz danach zeigen. Und da muss man einfach die Crewmitglieder losschicken. Und wenn man die losschickt, da erledigen die Mission, da zahlt man ein bisschen Startgeld und erhält danach irgendwie Belohnung. Aus denen kann man Sachen herstellen und nach der Herstellung kann man die auch wieder verkaufen und so Geld verdienen oder sich Material, Rüstung schmieden und all das Zeug. Okay. Also hier ist zum Beispiel, also es gibt immer noch für jeweilig die Klassen eine optimale Sache, denn zum Beispiel macht es keinen Sinn, dass wir jetzt einen Waffenschmied lernen, obwohl wir gar keine Feuerwaffen haben. Das macht geringfügig Sinn. Sif-Fertigung ist leichter Waffenbau, so wie mir das ist. Der Rüstungsbau ist für schwere Waffen. Danach die Biomechanik, weiß ich nicht genau, ich glaube, das ist für Hacker und da die, nicht die für die Hacker, für die, wie heißen die, die? Jedenfalls, ich bin mir nicht genau fertig. Die Kunstfertigung ist mehr so ein, ja, ist schwierig zu sagen. Da kannst du so, ich glaube, da kannst du
Dinger finden darf, wie die Gefährdengeschenke und so. Okay. Bin ich mir nicht ganz sicher. Der Waffenbau ist klar, das sind die Feuerwaffen. Der Cybertech sind so elektronische Geräte, die man für die anderen Sachen auch braucht. Das muss man halt, weil man das nicht immer, man kann nur drei Sachen haben, nur drei Jobs, muss man halt den Rest über den galaktischen Markt erwerben. Okay. Ist aber clever, dass man das andere auch haben muss, da kann man immer so Sachen, wie soll ich sagen, muss man immer ein bisschen tauschen. Plünderer, das gibt Sachen, das gibt so, das wieder so, sowas Missionen schicken und dann bekommst du Zeug, Hackern, keine Ahnung. Unterweltenhandel gibt auch Gegenstände, ich glaube, es gibt so Seide und so Zeug, so wie ich das im Kopf habe. Schatzsucher gibt Gefährdengeschenke, kommen wir gerade in den Sinn. Ah ja, okay. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Und Diplomatie, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, was es genau macht. Ermittlung. Hängt wahrscheinlich dann mit der Diplomatie zusammen und die Archäologie ist auch, um Sachen zu finden. Bio. Ich glaube, Archäologie ist so Kristalle und so. Und Bioanalyse gehört wahrscheinlich zu der Biotech-Zeug da drüben. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie genau das ist momentan recherchiert ist. Das ist einfach das, was ich so ungefähr aus dem Kontext zusammen ausgenommen habe, was ich mal so ein bisschen studiert habe. Joa. Und ja, Festungen. Du könntest dir theoretisch auch schon eine Festung kaufen, wenn du möchtest. Oh, ich glaube, das lasse ich zu dieser späten Stunde mal. Keine Festungen? Nee, keine Schau Festungen. Schau mal, was da hier gibt. Funktionär-Ingenieur, was ist denn das? Ah, ich glaube, das ist dann... Da, das ist ja zum Beispiel für die Festung, Dekoration für die Festung. Mit euch Geschäfte zu machen. Ist das. Und da ist eben der ganze Weltenhandel, also der ganze Handel... Ja. Wenn man verschiedenen Orten die Festung kaufen, wie zum Beispiel auf den Ashadar, ich spreche da kurz mal Drum und Kars, Yavin 4 und Tatooine, sind die zum Beispiel die gerade hier sind. Ich glaube, man kann sogar noch auf mehreren, also noch anderen Orten auch noch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, irgendwie. Okay. Und jo. Das war jetzt mit den künstlichen Folgenstrecken. Ein bisschen habe ich noch erzählen wollen, da ich... wir nicht gleich sofort alles hinwerfen wollten. Ja, genau. Auf jeden Fall so, ist es wir gut, müssen dass jetzt das Mobilmachung, ne? Habe. Was Mobilmachung, ne? Das ist ja unsere Mission. Hä? Hier. Wir müssen ja hier jetzt den Fahrstuhl nach oben nehmen, ne? Ja. Gut. Also willst du wieder zurück zum Flashpoint? Ja, würde ich sagen, ne? Ja, können wir machen. Dann können wir uns nämlich jetzt den Weg zurückbegeben und dann tatsächlich auch schon die Folge beenden. Da ist sie jetzt zwar wieder ein bisschen kürzer, aber bin ich durchs Schiff. Die Frage ist, ob wir jetzt mit Flashpoint weitermachen, weil dann... Also danach mit Flashpoint weitermachen, denn ich weiß nicht, wie lange der Flashpoint geht. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich denke, eine können wir noch machen. Ja, wir machen wir sicher auf jeden Fall noch eine. Wenn es dann noch viel weiter geht, dann werden wir das halt... ab. Genau, dann würden wir abbrechen und weitermachen mit unseren Klassenmissionen. Genau, die wir jetzt irgendwie schon seit x Folgen ausgelassen haben. Aber wird also langsam mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen in die Story wieder reinkommen. Spannend. Genau. Da kann noch einiges kommen. Und es wird sicher auch noch einiges passieren. Mit Sicherheit. Und es ist super, dass auch wirklich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist schön, dass wir Zuschauer haben, die sich aktiv beteiligen. Und ich würde kurz und bündig sagen, schaut doch mal beim anderen vorbei. Denn wir geben uns beide immer sehr Mühe. Genau. Und ab jetzt können wir auch wieder auf Feedback eingehen. Wie immer nochmal der Hinweis, weil das war jetzt die letzte Folge dieser Mini-Aufnahmesession. Ja, Mini, wir schauen noch, wir haben Folgen. Sieben Folgen innerhalb von sehr kurzer Zeit. Genau. Wir schauen noch, wie wir das mit der einen Folge machen. Genau, weil eine fehlt uns jetzt, aber wir fallen hier gleich weg. Oder genau. Knicken hier ein, deswegen viel mehr lässt sich da nicht rausholen. Auf jeden Fall nicht mehr produktiv und das wird genau, immer genau, bevor wir hier noch weiter vor uns hinlallen. genau so. Machen wir hier einfach einen sinnvollen Schnitt. Eventuell kriegen wir nochmal zwischendurch eine reingeklatscht oder wir improvisieren. Ja, wie oder immer. Vielleicht können wir, ja, ihr werdet sehen, ihr werdet es gesehen haben. Je nachdem ist eigentlich auch Schnuppe.
Genau, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei zu Star Wars The Old Republic. Und das war's von meiner Seite her. Genau. Bis dahin, Leute. Wir sehen uns. Tschüssi. Bye.